Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ich habe mal ein bisschen geschlafen, mal gespeichert. Und bevor wir jetzt großartig was essen, würde ich sagen, verbrauchen wir erstmal wieder unsere Ausdauer. Ich hoffe, die Nachbarn bleiben da, wo sie sind. Ich hatte gerade in meiner kurzen Pause natürlich wieder Besuch von drei Mann. Aber die haben sich bloß mal umgeguckt, das Häuschen betrachtet. Fanden es auch sehr hübsch. Haben sie mir gesagt, ja. Oh, ein Hase. Hasi. Hasi? Hasi! Hasi. Oh, hab ich ja noch. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie baue ich hier am blödesten die Treppe hin. Oh, hör mal auf so zu zittern, Junge. Ich glaube, die baue ich einfach so hier ran. So ein bisschen nach innen gekehrt, damit es eine Treppe wird. Zack. Und dann haben wir das auch schon mal so ein bisschen. Na, passt doch. Und ich werde mir hier direkt erstmal ein Lagerfeuer reinbauen. Dann brauchen wir nicht immer hochrennen. Oh. Hier, Lagerfeuer. Und es fehlen noch zwei Steine. Wenn es weiter nichts ist. Zack. Komm, anzünden und dann hauen wir erstmal einen Lizard auf den Grill. Nachbarn sehe ich gerade keine. Sehr angenehm. Mal rausgehen hier. Okay. Ich sah keine Nachbarn. Vier Stück. Bratschen. Ah, ups, sehr schön. Ich will mal was ausprobieren. Unten liegt was. Wo ich aber höchstwahrscheinlich nicht dran komme. Und wir machen natürlich Laufgeräusche beim Schwimmen. Kommt man auf die Insel da drin drauf? Wir können jetzt eh gerade nicht weiterbauen, also von daher können wir das mal ausprobieren. Seht's, komm, wir sind gleich tot. Und unsere Basis verschwindet. Ich habe gerade was gehört, was ich anhörte wie ein heulender Wolf. Ja, erstmal kommt hier auf jeden Fall drauf. Wäre natürlich auch ein guter Bauplatz. Aber nope. Flum, flum. Klingt ganz cool. Ich würde halt noch interessieren, was da unten ist. Ne, aus dem Wasser springen, so geht nicht. Haben wir eigentlich mittlerweile einen Kopf? Ja, auch mal eine Frage. Hört ihr das auch? Da schieb ich jetzt hier Hallos. Ich höre hier immer irgendwie Wölfe heulen. Wenn ich das hier jetzt nur Wölfe gibt. Da war's. Das sind aber die Eingeborenen. Wer weiß, was die hier wieder veranstalten. Sicherlich möchte ich das gar nicht wissen. Wir schlagen erstmal wieder ein paar Bäumchen, ne? Denn wir haben noch viel, viel, viel zu tun. Ich schlag die nämlich jetzt auch gleich unten. Dann können wir die nämlich direkt rüberbringen. Brauchen wir nicht von da oben immer runterholen. Auch wenn die runterrollen, die haken sich ja dann doch häufiger mal fest, wenn die in die falsche Richtung fallen. Und wir kriegen hier direkt auch noch ein bisschen Sichtfeld. Wenn wir hier langlaufen. Huch.
Zack, zack. Na komm, Schlag. Den Baum treffen wir jetzt mit einer immensen Präzision. War da ein Stück? Naja. Ah, eine Feder. Ich muss mal gucken, was man aus Federn machen kann. Also sicherlich kann man dann da draus mal irgendwann mal Pfeile machen. Ob man sich schon einen Bogen craften kann? Das finde ich cool, wenn man sich so einen Bogen craften könnte. Würde natürlich auch total Sinn machen. Also das Erste, was ich mir hier machen würde, wäre ein Bogen. Pfeile im Kopf. Ruhe. Na. Du sollst den Baum hauen, nicht den Boden. Baum hauen. Baum. Junge. Stell dich doch nicht an. Stell dich an, aber nicht blöd. Dieser Typ. Dass der hier überhaupt überlebt. So, nächster Baum ist durch. Stickies. Stickies erstmal mitnehmen. Jetzt können wir wieder Baum hauen. Ich mag Bäume. Ich tue ihnen ungern weh, aber es muss sein. Lieber der Baum als ich. Ihr kennt das Prinzip, ne? Na komm. Vielleicht in der Hocke ein bisschen besser? Ja, in der Hocke geht es ein bisschen besser. Und direkt hauen wir hier den nächsten Baum um. Das ist Waldrodung. Ich komme hier ein bisschen vor wie so ein Großindustrieller, der den gesamten Wald abholzt und dann das ganze Holz verkauft. Schön wäre es, wenn es denn so wäre. Dann hätten wir nämlich wahrscheinlich auch ein paar Schusswaffen dabei, um den Herren hier Einhalt zu gebieten. Ist leider nicht so. Wir haben hier bloß das primitivste Mittel und sind schwer in der Unterzahl. Na komm. Die zwei Bäume da vorne nehme ich auf jeden Fall noch mit. Ach, steht der neben uns. Dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Holz. Können loslegen. Weiter bauen, bauen, bauen. Ja, ist jetzt eventuell auch nicht unbedingt spannend, das Ganze rumgebauen, natürlich. Aber muss sein. Das gehört zum Spiel dazu. Und ohne eine Basis werden wir hier auch nicht lange überleben. Na komm, Junge. Okay, ihm geht mal wieder die Energie aus. Hops, hopp. Und ich höre sie schon wieder. Den Baum fäll ich auf jeden Fall noch. Na komm schon, fall um. Jo. Also ich hab's noch in relativer Ferne gehört. Plum. Aber wir wissen ja, die Herrschaften sind schnell. Sehr schnell. Besonders wenn es darum geht, uns zu fressen. Sehen tue ich zum Glück noch keinen. Okay. So viel zum... Ich sehe noch keinen. Aber die scheinen uns zum Laufen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Die haben abgedreht. Yep, die laufen von uns weg. Schön. Das nenne ich mal... Freundlichkeit in höchsten Maßen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar funktionierende Effigies. Wenn sie denn was bringen. Das ist natürlich die Frage. So. Einmal testen. Ja. Ups. Das könnte gehen. Hoffe ich. Wir werden es gleich herausfinden. Ich habe so die ganz blöde Ahnung, dass es nicht geht. Weiß nicht, woran das liegt, aber... Irgendwie, wenn ich mir das so angucke. Jetzt will ich mal was rauskriegen. Ne, hier kann ich noch durch.
Solange das Ding also nicht fertig gebaut ist, ist es durchschreitbar. Aha, ich dachte schon plim plim plim. Das ist... Na, shit. Warte mal. Na. Nö. Ich komm hier nicht... Na. Alter, da ist eine kleine Kante. Ja, also man kommt hoch. Muss man jetzt sich ein bisschen bücken. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen freilassen sollen. Das weiß aber auch immer erst hinterher. Ist ja auch immer das große Problem. Dass man so eine Sache nie vorher weiß. Das ist alles immer so. Musst du ausprobieren. Wie gesagt, ich wäre wirklich ein Freund davon, wenn man die Sachen auch wieder abreißen könnte. Toll. Das war's Falsche. So, liegt hier noch was rum? Nope. Dann krallen wir uns hier den Rest wieder. Zack, zack, zack. Und weiter. Das wollte ich nämlich bauen. Auf jeden Fall hat das ganz gut geklappt hier mit dem Auffangbecken. Ganz gut. So, von mir aus brauche ich das Ding jetzt fertig. Das ist mir ehrlich gesagt gerade vollkommen relativ. Die Nachbarn kommen mal wieder zu Besuch. Oder? Nee. Er hält sich noch fern von uns. So, das Ding ist auch fertig. Also langsam, aber sicher Stück für Stück kommen wir hier vorwärts. Wir haben auch noch ein bisschen Ruhe. Wir hatten noch Ruhe. Und die laufen nur an uns vorbei. Schön. Ich hatte jetzt schon wieder Befürchtungen. Und die nicht unbegründet. Die sammeln sich da vorne gerade. Was haben sie vor? Ich ahne nichts Gutes. Die machen Pause, so wie es ausschaut. Ich nehme erstmal die Stimme hier oben weg. Da unten liegt auch noch einer. So, dass wir hier dann Stück für Stück so Häusel fertig kriegen. Das ist erstmal so meine Hauptpriorität, dieses Haus fertig zu kriegen. Oh. Ich glaube, sie haben unser Haus entdeckt. Winken sich. Hey! Das hätte ich auch gerne. Ich glaube, die sind einfach nur neidisch auf unsere Baukünste. Und sie gehen wieder. Schön. Guck mal kurz gucken. Und dann ist auch gut. So kann ich auch mit den Eingeborenen ganz gut leben. Solange sie mir nicht die ganze Zeit auf Wecker gehen, habe ich mit denen ja auch gar kein Problem. Problem der Sache ist, sie gehen uns meistens auf den Wecker. So, ich werde jetzt mal kein Feuer anmachen. Und hier mal ein paar Snacks reindrücken. Vorne habe ich noch so einen Stamm gesehen. Da. Ob das die Ruhe vom Sturm ist? Ich kann es ja nicht genau sagen. Habe immer noch ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier direkt über den Jordan gehe. Und auch diese Angst ist nicht unbegründet. Hatten wir ja schon mehrfach.
dass man dann einfach mit einem Schlag tot war. Und das möchte ich auch ungern riskieren, dass das jetzt wieder passiert. Todesmutig, wie ich bin. Hol ich mir den Stamm hier hinten. Und weitergehen unsere Bauarbeiten. Gerade läuft es ganz gut, also bin zufrieden. Aber ich glaube, das wird sich bald wieder ändern. Denn wir kennen ja die Eingeborenen. Die gönnen uns das nicht wirklich. Zack, zack. Deswegen baue ich hier auch so schnell wie möglich, dass wir Ruhe haben und unsere Verteidigungslinien halt hochziehen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, gleich sind sie wieder da. Ich hab das schon so im Ruin. Überhaupt hat ihn Urin, ich merke das. Also sie sind mir jetzt momentan auch ein bisschen zu still. Kein Geräusch, kein gar nichts. Vielleicht haben sie auch einen anderen Überlebenden gefunden, den jetzt erstmal verspeisen. Wer weiß. Kann ja alles möglich sein. Zack, jetzt hole ich den Stamm von da oben noch schnell. Der ging die ganze Zeit schon so ein bisschen auf den Sack. Flimmert da vor sich hin. Wo ist er? Ist blöd. So Sticks kann man immer gebrauchen. Scheinbar. Ich habe bloß so ein paar Steine aufflimmern sehen. Na gut, was soll's. So, bevor die Nacht hereinbricht, werden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Vier auch gleich wieder. Oh Mann. Würde interessieren. Wir schlagen selbst, doch reagieren sie schon mal nicht. Ob die denn auf die Bäume reagieren? Wir können ja ganz schnell wieder wegrennen. Nur mal gucken, ob die darauf reagieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wieder ein paar. Wir ziehen uns erstmal ein bisschen hier in unsere Basis zurück. Komm. Wir können ja mal versuchen zu schlafen. Mitten in der Nacht. Und da ist das Morgengrauen. Oh, toll, ist wieder Nacht. Gut, wir sind, haben wieder das Morgengrauen erreicht. Die Nacht scheint durch gewesen zu sein. Schön. Dann fangen wir doch direkt an, hier weiter abzuholzen. Ja, ich weiß, wir haben Hunger. Aber wie gesagt, ich verbrauche dann immer erstmal die Energie, damit es sich auch lohnt, was zu essen.
Na komm. Hau das Bäumchen kaputt. Lass deinen Frust raus. Ja, spawn. Das war ein Busch. Und dann hauen wir hier die Bäume weg. Und können dann Stück für Stück unser Häuschen weiterbauen. Schade, dass man auch nicht sieht, welcher Tag gerade ist. Dass man das vielleicht wüsste, weil ich glaube, ab Tag 11 sollen nämlich dann auch die Mutanten rauskommen. Oh. Was machen sie? Gar nichts. Gut, die Bäume hier, das scheint die überhaupt nicht zu interessieren. Ist doch schon mal gut. Können wir hier also in Ruhe weiterfällen. Und unser Haus dann so langsam hier fertig kriegen. Hoffe ich. Aber die scheinen nicht mehr großartig Patrouillen zu laufen. Sondern einfach zu spawnen. Das ist mein Gefühl jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gefühl richtig ist, aber so beobachte ich das. Weil teilweise tauchen die dann einfach auf und sind dann auch auf einmal wieder weg. Und so schnell laufen die dann meistens nicht, dass man nicht, dass man die in einer Sekunde schon nicht mehr sieht. Könnte ich mir zumindest nur schwer vorstellen, dass dem so ist. So, und ein wenig Energie haben wir ja noch. Ach. Die Nachbarn sind schon wieder unterwegs. Und uns geht die Energie aus. Den aber eigentlich auffallen, dass hier im Wald etwas passiert. So, ist jetzt gerade ein Baum einfach vor ihnen umgefallen. Diese Typen. Ich provoziere gerade ein bisschen, ich weiß. Aber man muss auch sowas mal ein bisschen gucken. Wow, da hinter uns. Fuck. Lauf mir, Junge, lauf. Sind die einfach hinter uns angekommen? Mist. Hab ich gar nicht gesehen. So, die verziehen sich wieder. Und die stehen da noch so rum. Ja. Ich würde sagen, das haben wir gerade noch so verstanden. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Thank you.